Honig gegen Bakterien. Also das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber schon Hippokrates wusste, dass Honig Wunden schnell abheilen lässt. Und der Manuka-Honig soll ein ganz besonderer sein und seine hohe Heilkraft gegen Bakterien, Viren und Pilze wirken. Doch auch hier gilt, Honig ist nicht gleich Honig. Ein Blick auf die süße Medizin. Er sieht aus wie Honig und er schmeckt auch so. Doch seine intensive Heilwirkung bei äußeren Verletzungen, Magen-Darm-Erkrankungen oder grippalen Infekten übertrifft die Wirkung des herkömmlichen Honigs um ein Vielfaches. Die Rede ist von Manuka-Honig. Der aus Neuseeland stammende Süßstoff wird aus dem Blütennektar des dort wild wachsenden Manuka-Strauches gewonnen. Dass das Naturprodukt hervorragende Eigenschaften besitzt, ist seit Jahrhunderten bekannt. Erst dem Lebensmittelchemiker Professor Henle und seinem Forschungsteam von der TU Dresden gelang es, den entscheidenden Beweis zu liefern. Wir haben herausgefunden, dass Manuka-Honig, das ist der Honig des neuseeländischen Teebaums, eine Verbindung enthält, die nennt sich Methylglyoxal oder MGO. Und diese Verbindung ist ausgeprägt antibakteriell wirksam. Das in Manuka-Honig enthaltene Methylglyoxal ist ein Abbauprodukt des Zuckers und hat einen keimhemmenden Effekt, der nur in diesem Naturprodukt nachweisbar ist. Wenn man die antibakterielle Wirksamkeit von Manuka-Honig mit herkömmlichen Honigen vergleicht, dann wird man feststellen, dass abhängig vom Methylglyoxalgehalt dieser Manuka-Honig um ein Vielfaches, 10-fach, 50-fach, 100-fach stärker gegen Bakterien wirkt. Das hängt dann etwas von der Bakterienart ab. Auch wenn Manuka-Honig ein Nahrungsmittel ist, verwendet man ihn in der Naturheilkunde schon seit geraumer Zeit als medizinischen Honig. Hier beseitigt er sogar solche Keime, gegen die der Körper eine Antibiotikaresistenz aufgebaut hat. Ich verwende den Honig zum Beispiel für Hauterkrankungen, Erkrankungen im venösen Bereich. Also man denke da an die offenen Beine sozusagen, Ulcus crurus venosum auch genannt, im Bereich der Geriatrie, also der alten Medizin. Und das wird zum Wundregime, also zur Wundbehandlung benutzt. Manuka-Honig ist hitzeunempfindlich. Das Methylglyoxal bleibt auch bei hohen Temperaturen aktiv. In Tee eingerührt hilft der Honig bei Magen-Darm-Infekten. Durch eine Rollkur erreicht man, dass die Magenwände vollständig benetzt werden und die antibakterielle Wirkung des MGO zur Besserung führt. Wer sicher gehen will, wirklich reinen Manuka-Honig zu kaufen, der geht am besten ins Reformhaus und achtet auf Produkte mit Qualitätssiegel. Und da gibt es derzeit zwei, die man tatsächlich ernst nehmen kann. Das eine ist eine Kennzeichnung mit UMF. Das ist eine neuseeländische Abkürzung für den einzigartigen Manuka-Faktor. Die aus analytischer Sicht sicherste Auslobung ist die mit MGO. Was bedeutet, so viel Methylglyoxal ist drinne. MGO 250, 250 Milligramm pro Kilogramm. Kleiner Tipp für die Erkältungssaison. Morgens und abends ein Löffel Manuka-Honig. Minimiert Infektionen und stärkt das Immunsystem.